Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nehmen wir uns auch heute wieder die Zeit, gemeinsam ein Türchen unseres Adventskalenders zu öffnen. Verbringen wir ein paar Minuten gemeinsam am Adventskranz. Wussten Sie es schon? Weihnachten wird in diesem Jahr vorgezogen. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Morgen am 17. Dezember ist der Heilige Abend und am 18. Dezember ist Weihnachten. Seit Jahren will ich mir genau das einreden und würde mir damit eine ganze Woche erkaufen, in der ich den Advent wirklich genießen kann. Alle Geschenke wären dann besorgt, alle Karten geschrieben und verschickt. Der Christbaum ist gekauft und steht, natürlich geschmückt, in der Garage. Und es ist auch vorgekocht und mehrere Bräten und vegetarische Alternativen füllen den Eisschrank. Wäre das schön. Eine Woche Zeit und Muße. Ich würde auf meiner Terrasse einen Glühwein trinken. Ich würde meinen Kindern eine Adventsgeschichte vorlesen, obwohl sie dafür schon viel zu alt sind. Ich würde im Rorate-Gottesdienst die Kerzenlichtstimmung und die adventlichen Lieder genießen. Ja, ich würde zur Not bis in den Bayerischen Wald fahren, um Schnee für meine Frau, für mich und unseren Schlitten zu finden. Ich würde Licht fasten. Nicht zuallererst, um Energie zu sparen, sondern weil ich überzeugt bin, dass ich im Dunkeln fast genauso gut sehe wie unsere Katze. Ja, ich würde in dieser Woche eine ganze Menge tun. Aber nicht zu viel. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich würde mich auf der Couch bei dem Gedanken ertappen, warum ich das alles nicht auch in einem normalen Advent hinkriege. Entspannen Sie sich also. Sie haben noch jede Menge Zeit. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Weihnachten wird in diesem Jahr verschoben. Heuer ist erst am 31. Dezember Heiliger Abend und Weihnachten erst am 1. Januar. Sie haben also noch genug Zeit, um all das zu tun, was Sie schon immer im Advent tun wollten.